Moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von was denn? Deponia! Ihr habt's richtig geraten, sehr gut, meine Freunde. So. Ja, Rufus geht schon ab. Er freut sich richtig, dass es schon weitergeht. Und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, haben noch ein bisschen mit Hennek geredet. Wo wollen wir denn hin? Notfallstation? Ich würde sagen, reden wir erstmal mit dem Papagei. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. So, gehen wir mal in die Kneipe. Sehen wir mal, wer da auf uns wartet. Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Ja, Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit ja, und. ja, ja. Ist ja mal Lass wieder gut typisch. sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Was gibt's denn hier alles? Ein Dartpfeil. Können wir den ne mitnehmen? Oh, sehr schön. Ja, das war's auch schon. Roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Schild. Anschauen. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Das nehmen wir einfach mal mit. Lonzo hat wohl nichts dagegen, also. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Ja, Rufus, hast schon recht. Ohne dich werden ja alle aufgeschmissen. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwa. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Toni nervt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, Hader, Zank, Keif. Ach ja, ich bin schon lässig. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Hey, Moment, lass mich erst mal. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Okay. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Oh Mann, Rufus, ey. Immer nur am Scheiße labern. Nonstop, ey. Nonstop. Zur Notfallstation. Dann laufen wir da mal hin. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Na, mein Nuk oder Okay. denkt denn. Na gut, hier scheint's sonst nichts mehr zu geben. Sprengsignal. Dann gehen wir wieder in den Dorfkern. Hier gibt's ja noch einiges zu sehen. Yep. Zu Tonis Hütte. Ah. Das ist gerade Tonis Hütte. Zu Tonis Laden? Die hatten einen eigenen Laden. Interessant. Interessant. Ins Rathaus. Gute Frage eigentlich. Oh, ich merke gerade, ich habe ein paar Sachen angelassen. Moment.
So, gleich mal Origin ausgemacht, nicht, dass mich anfängt jemand anzuschreiben, während ich am Aufnehmen bin. Das wäre kontraproduktiv. Der wird ganz schön Augen. Was? Warum? Ich würde aber das... Mann. Nein, ich wollte, dass er von vorne anfängt. Wenzel? Na gut, Pech gehabt. Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts, ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken. Genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Ach ja. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Oh, scheiße. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Bis später. Genau. Wünschelrute. Nicht da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. ins Badezimmer. Ah, wir können hier uns in Wenzels Wohnung ein bisschen umsehen. Hey Wenzel, was gibt es? Ich will mein Erbe zurück. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Ach, was steht wo? Was? Vergiss es einfach. Er ist so ein Arsch. Der arme Rufus. Bis spät, genau. Er ist selber schuld. Kann man nicht anders sagen. In den Keller. Was ist denn im Keller? Oh, das ist designtechnisch eigentlich cool gemacht, muss ich sagen. Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Wow. Ja, Rufus, das Genie. Auf ins Badezimmer. Hier können wir doch sicher irgendwas machen. Kaminofen. Was ist denn da Schönes? Da können wir nur auf und zu machen. Was haben wir denn für Items? Ein Schild und ein Dartpfeil. Nützt uns wahrscheinlich hier nicht sonderlich viel. Was auch immer wir hier machen können. Ich denke mal nicht sonderlich viel. Na, dann gehen wir wieder. Tschüss, Wenzel. Oh, er hätte nicht mal Tschüss gesagt, so unfreundlicher Typ, so. Ach, zum Wassertank. Kann ich auch. Ich will mal gucken, wo kommen wir denn raus, wenn wir zu Wenzels Hütte gehen? Tonis meine ich. Was riecht da? Ah, dann sind wir wieder hier. Alles klar, okay. Verstehe. Ne, ich wollte nur, Hahn des Wassertanks. Lauf hin! Oder ich habe eine Idee. Ich gehe hier hin. Nicht, dass ich ihn wieder störe beim Reden. So, jetzt ist er hier. Jetzt geht er nochmal zurück. Haben wir uns die ganze Lauferei erspart. Und jetzt kann ich an den Hebel hier ziehen. Diesmal ohne, dass ich ihn beim Reden unterbreche. Meine Güte. Ah, jetzt ist es in seinem Haus, hä? Ich kann noch zum Dorfzentrum. Zum Wassertank. Aha! Achso, das ist einfach nur das hier. Alles klar. Notrufsäule. Die können wir doch sicher irgendwie benutzen.
Dann gehen wir erstmal in Vances Wohnung und gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Gucken wir mal im Keller nach. In den Keller, ja. Nee. Nix. Was zum Teufel bringt das dann? Ich will die benutzen. Ruf Notrufsäule. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Ja. Ist er nicht da? Wieso kann man runtergehen? Oh. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Oh Mann. Na, jetzt bin ich gespannt. Sieh an, wen haben wir denn da? Ist das nicht Evel Knievel, der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organonkreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir. Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Oh, wie geil. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Oh Mann. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Oh Mann. Oh, wie geil. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Oh Mann, wie fies. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Oh Mann. Mühle. Ja, hey, wieso kann ich ja alles öffnen?